Bei schönstem Wetter ist Heidi Hanselmann in Wallenstadt. In ihrer Heimatgemeinde empfangen war der Dorf und Gilles Stedler, eher Präsident der Talgemeinschaft. Die Heidi Hanselmann ja eben jetzt eine Regierungsratspräsidentin. Die Rürg Stopp, Präsident der Talgemeinschaft. Und dann natürlich dabei auch der Kantonsratspräsident, ein Haufen andere Kantonsräte, auch Regierungsräte, der Angelo Umberg, der Stadtner Gemeindepräsident, wo da natürlich dann eben auch die Rede halten wird. Ja, wirklich einen würdigen Empfang begleitet eben von der Stadtner Musik. Der Daniel Bühler, Gemeindepräsident von Bad Ragaz. Und dann natürlich ist es auch darum gegangen, die Familie natürlich auch zu begrüßen. Das ist der Heidi Hanselmann, habe ich gemerkt, ganz wichtig. Ganz ein herzlicher Empfang innerhalb von der Familie. Lassen wir einfach das mal auf uns einwirken. So kann eben ein Präsidialjahr auch eröffnet werden. Wallenstadt, wie es lebt und lebt. Der Angelo Umberg hat gesagt, die schönste Gemeinde eben im Kanton St. Gallen. Ja, okay, dann wird es so sein. Es freut mich sehr, als Stadtner Gemeindepräsident Sie da zu dieser Feier von unserer Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, ich pflichte mir alle zu, heute sind wir tatsächlich in der schönsten Gemeinde vom Kanton St. Gallen. Ich will nur den Blick einmal schweifen lassen. Speziell willkommen heißen möchte ich Medienvertreter und danke Ihnen bereits jetzt für eine positive, wohlwollende Berichterstattung. Für einen musikalischen Auftakt hat die Musikgesellschaft Concordia Wallenstadt unter der Leitung vom Dirigenten Niklaus Hobby gesorgt. Wir werden Sie dann ein weiteres Mal hören. Nach dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt, steht heute an dem Fest Heidi Hanselmann im Zentrum. Heidi Hanselmann ist ja bekanntlich in den Jahren 2008 und 2014 bereits einmal Regierungspräsidentin gewesen und ist kürzlich zum dritten Mal in das höhere Amt gewählt worden. Wir hier in Wallenstadt sind sehr stolz auf unser politisches Aushängeschild. Die Heidi Hanselmann prägt natürlich nicht nur die Politik im Kanton St. Gallen, sondern auch weit über die Kantonsgrenzen raus. Ihre Fachkompetenz, ihre menschlichen Qualitäten, ihre Überzeugungskraft sind im ganzen Land bekannt. Darum, und das ist der beste Beweis, ist Heidi Hanselmann kürzlich zur Präsidentin der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren gewählt worden. Das ist schweizweit eines der wichtigsten Gremien. Von Heidi Hanselmann durfte ich erfahren, dass sie sich bei dieser anspruchsvollen Tätigkeit unter anderem monatlich mit dem Gesundheitsminister Bundesrat Alain Berset über aktuelle Gesundheitsthemen austauscht. Generell ist Heidi Hanselmann als Gesundheitsdirektorin, und das wissen Sie alle bestens,
gegenwärtig und auch in Zukunft mit solchen Themen intensiv beschäftigen. Wir in Wallenstadt und auch die Aarganser Länder sind überzeugt, dass sich Heidi Hansl noch speziell für den Erhalt des Spital Wallenstadt einsetzen wird. Das ist wieder ein anderes Thema. Dermal bei dem Anlass ist es eben ja ums Präsidialjahr gegangen. Ein Start in Wallenstadt, in ihrer Heimatgemeinde natürlich etwas ganz Spezielles. Da mit dem Spital gibt es eine Petition, auf das kommen wir später noch. Hier hat Heidi Hansl mal zu ihrem präsidialen Fokus befragt. Ja, Heidi, lockerlässig hier in Wallenstadt, dein Präsidialjahr. Hier jetzt in Wallenstadt, vor dem Neptun, natürlich im schönsten Licht, wunderbare Umgebung, das ist eigentlich deine Heimat. Da wird man gesund, aber nicht alle sind gesund, oder? Psyche ist krank, das ist dein Fokus. Genau, das ist mein Fokus. Und zwar, weil wir wissen, dass jede vierte Person angibt in einer Studie, dass sie einmal in ihrem Leben wirklich schon ein massives psychisches Tief hat. Und dass in der heutigen Leistungsgesellschaft mit dem Druck halt immer mehr Menschen unter Druck geraten und die Psyche krank wird. Wir reden nicht darüber und das ist ein Fehler. Ein grosser Fehler, gell? Ich habe von einem Kollegen gehört in Argentinien, da redet man darüber, da wird ein ganzes Seil gefüllt, da ist man offen zueinander. Du hast jetzt ein australisches Modell irgendwie als Vorbild genommen. Wir wollen wirklich das Tabu brechen, weil wiederum in einer Studie, die sagt aus, dass man am zweithäufigsten über psychische Gesundheit nicht schwätzt, am häufigsten redet man nicht über das Einkommen. Das ist ja auch noch speziell da bei uns in der Schweiz. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heisst es so schön, aber wenn man psychisch krank ist, dann gilt das einfach nicht, weil sobald man es ansprechen kann und man auch ein Gegenüber hat, das einem ernst nimmt, ist das der erste Schritt zur Besserung. Wir haben ein australisches Modell, wie du gesagt hast. Da ist aufgesetzt wie ein Erst-Hilfe-Kurs, also wo man noch kennt von früher noch, Gabi, oder? Alle wissen noch, was sie machen müssen, wenn jemand verletzt ist. Also heute heisst es ABCD. Und beim Erst-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit, für Zähl, heisst eben Schlüsselwort Roger. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Ich habe einen Schwager, der einmal so etwas hatte. Ich sage nicht genau was, ist ins Spital gegangen. Er sagt, tu doch nicht so einen dummen Händen wieder geschickt, oder? Also ein bisschen losen auf das Eingehen, wirklich ernst nehmen, das ist wirklich etwas sehr Wichtiges, oder? Das ist ganz wichtig. Ernst nehmen, sich selber auch ernst nehmen in dem Tief, wo man ist. Und häufig heisst es halt, und vor dem haben die Leute natürlich auch Angst, wenn sie sich outen. Dann heisst es so, ja, also, da geht schon wieder vorbei. Oder musst dich halt ein bisschen zusammennehmen. Und dann kommt dann das schon wieder. Ich glaube, auch das Wissen, was eine psychische Krankheit ist, ist eben noch zu wenig verbreitet. Und daran möchten wir arbeiten. Hast du Zeit, um dir selber die Zeit zu geben? Ich kann mich erinnern, es ist noch nicht lange her, hast du eine Lungenentzündung oder so etwas Ähnliches. Du bist dann gerade ein bisschen zurückgetreten, bist aber dann gleich immer wieder gekommen. Also weißt, gibt es auch Job und Berufe, wie du es hast. Du bist heute in Bern gewesen, stehst jetzt um 20:07 schon wieder da. Also hast du überhaupt die Zeit, um dürfen gesund zu sein? Lass ihn auf dich auch. Also ich schaue natürlich auch, dass ich gesund bleiben kann. Darum gehe ich jeder freien Minute, die ich habe, in die Berge. Und wenn wir hier natürlich hinten rauf schauen, ist das ein wunderschöner Ort. Ich könnte mir keinen schöneren Wohnort vorstellen, wie hier die Wallenstadt, wo man Kurfürsten vor den Augen hat und den See natürlich auch einlässt zum Schwimmen. Da schaue ich schon, dass ich zur Bewegung komme, am Wochenende oder natürlich auch in der Ferien. Aber das ist eine Herausforderung, das ist richtig. Und gleich, gell, dein Lebenspartner, der war jetzt da gewesen, hat gesagt, du sitzt am Reden schreiben, sitzt am Feilen. Also ein Stress ist es einfach, gell? Da kann man drüber treiben, wie man will, oder? Ja, es ist die Frage, was ist Stress und wie empfindet man Stress? Das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele Leute, die sagen, meine Güte, das, was du machst, könnte ich nie. Es ist halt verbunden mit Leidenschaft. Ich finde, sie können und dürfen für Gesundheit einsetzen, für einen Kanton auch Handschrift legen. In der ganzen Versorgung ist etwas sehr, sehr Sinnvolles. Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben. Ist eine Begleiterin, die wir lebenslang bei uns haben wollen. Und für das zu arbeiten, ja, für das mag ich mich sehr gerne und auch viel einsetzen. Präsidialjahr, wie ist man jetzt auf dich zugekommen? Es war ja schon publik gewesen. Was machst du im Fokus? Was haben die Leute so gesagt? Ich habe ganz viele gute Rückmeldungen bekommen. Man hat gefunden, es ist wichtig, dass man hier endlich einen Schwerpunkt setzt und eben das thematisiert und dass jemand auch rausgeht zu den Leuten und darüber redet.
Und damit es für dich nicht der grösste Stress wird, Musikanten rüsten sich, hinten stehen sie an und zwei, drei hast du schon begrüßt und die anderen warten. Also, eben, du weißt, was auf dich zukommt, das Rednerpult steht schon, die Rede ist fertig. Ich weiss überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Das ist eine absolute Überraschungstüte. Das ist aber auch mal schön. Und ich habe mir einfach ein paar Stichworte gemacht, was ich eigentlich in der Rede noch möchte sagen und vor allem, wem ich alles danken will. Und das sollte man eben niemanden vergessen. Und darum braucht es einen Spickzettel dazu. Aber ein bisschen geniessen kannst du jetzt hier auch, oder? Ist aber, ja dein Heimspiel. Aber sicher, weil ich bin ja auch schon so wunderbar herzlich willkommen geheißen. Und wenn ich das nicht geniessen könnte, dann wäre etwas falsch. Und ich freue mich sehr, sehr jetzt auf die nächsten paar Stunden.